Artikelnummer SCP-507. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-507 ist es erlaubt, sich frei durch die Einrichtung zu bewegen, zumindest insofern dadurch die üblichen Sicherheits- und Verwahrungsprotokolle nicht verletzt werden. Jedes Mal, wenn SCP-507 seine Privaträume verlässt, muss er von einem Agenten begleitet werden, um sicherzustellen, dass ein möglicher Wechsel gemeldet werden kann. SCP-507 sollte nicht physisch berührt werden, wenn mehr als 2 Wochen seit seinem letzten Wechsel vergangen sind. Die mit der Missachtung dieser Regel verbundenen Risiken machen die Aktion selbst zur Strafe, falls es je zu einem Disziplinarverfahren kommen sollte. Wenn SCP-507 einen Wechsel erfährt, ist sofort die Leitung der Einrichtung zu informieren, damit die Suche für sein Wiedererscheinen organisiert werden kann. Zu diesem Zweck ist im Subjekt ein Ortungsgerät implantiert. Eine tägliche Prüfung dieses Signals soll erkennen lassen, ob SCP-507 von seiner Reise zurückgekehrt ist oder nicht. Wenn er in oder in der Nähe der Einrichtung wieder auftaucht, kehrt SCP-507 von selbst in seine Quartiere zurück. Ansonsten kann ein Rückholteam bestehend aus 3 Mitgliedern in Zivil entsandt werden, um den Rücktransport sicherzustellen. Nach erfolgreicher Rückkehr ist SCP-507 für bis zu 2 Wochen verschiedenen körperlichen Untersuchungen zu unterziehen. Es ist anzumerken, dass SCP-507 der Besitz eines Computers mit einer Internetverbindung, welche über einen Proxy läuft, der streng einschränkt, welche Informationen hochgeladen werden können und wohin, in seinem Quartier erlaubt ist. Weiterhin ist es ihm gestattet, Antrag auf ein Treffen mit, die Benutzung von oder Funktion als Testsubjekt für SCP-Objekte der Sicher- oder Euklid-Klasse zu stellen, sofern diese nicht geistige Fähigkeiten einschränken oder infektiös sind. Dieses Privileg ist das Ergebnis des vorbildlichen Verhaltens von SCP-507 und der Implikation, dass, wenn SCP-507 zu einer Sicherheitsbedrohung hätte werden wollen, dies mithilfe seiner Pseudo-Teleportationsfähigkeiten bereits getan hätte. Es ist auch zu bedenken, dass SCP-507 in den meisten physischen Merkmalen ziemlich unterdurchschnittlich ist und dass im schlimmsten Fall jeder SCP-Agent mehr als geeignet wäre, eine Terminierung durchzuführen. Beschreibung. Bei SCP-507 handelt es sich um einen Mann weißer Hautfarbe mit blonden Haaren und grünen Augen, der keine anderen besonderen Eigenschaften aufweist, außer etwas Übergewicht und einen vagen Akzent fragwürdiger Herkunft. Obwohl SCP-507 aufgrund seiner unauffälligen Herkunft über einen gewöhnlichen Namen verfügt, findet er Unterhaltung darin, diejenigen, denen er begegnet, dazu zu zwingen, ihm einen Spitznamen zu verleihen, anstatt ihn seinen richtigen Namen zu nennen. SCP-507 hört daher unter anderem auf die Namen Tommy, Steve, Bruto, Guy Houdini und Grabnok der Zerstörer. SCP-507 wurde ursprünglich aus der Psychiatrie extrahiert, nachdem eine routinemäßige Beobachtung aufgrund der zahlreichen erfolgreichen Ausbrüche die Fähigkeiten des Subjekts aufgedeckt hatte. Alle Aufzeichnungen über diesen Vorfall wurden beschlagnahmt und SCP-507 wurde in Gewahrsam genommen, unter dem Vorwand, ihn in eine sichere Einrichtung zu bringen. Die ursprüngliche Theorie war, dass SCP-507 eine Art Teleportationsfähigkeit besitzt, da er plötzlich verschwinden und nach einiger Zeit an einem anderen Ort wieder auftauchen würde. Nachfolgende Befragungen des Subjekts ergaben, dass seine Fähigkeit durchaus so genutzt werden kann, dass dies aber nur eine Nebenwirkung des Hauptleidens wäre. SCP-507 vertritt die Ansicht, dass er in den Zeiträumen, in denen er verschwindet, vielmehr in eine zufällige, alternative Realität versetzt wird. Die Umgebung gleicht sich dabei im Allgemeinen, aber die Bewohner und das Klima dieser Parallelwelt oft nicht. SCP-507 besteht auch darauf, dass er keine Kontrolle über den Zeitpunkt und die Dauer dieser Wechsel hat. Dies wurde mehr oder weniger dadurch bestätigt, dass das Subjekt nachgewiesenermaßen zu ungünstigen Zeiten, wie etwa in der Mitte des Satzes, im Schlaf oder sogar bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen, wechselt. Wenn sich SCP-507 in einer alternativen Realität bewegt, so versetzt ihn der Wechsel zurück an den äquivalenten Ort in unserer Realität. Eine exemplarische Liste der alternativen Realitäten, die SCP-507 bisher besucht hat, finden Sie in Dokument 507-00. SCP-507 zeigt keine großen Abweichungen vom psychologischen Profil einer normalen Person. Er hat zugegeben, schon immer ein großes Interesse am Paranormalen und Mythologischen geerbt zu haben. Dieser Umstand führte letztendlich zur Genehmigung seines Umgangs mit relativ harmlosen SCPs. SCP-507 genießt es besonders, sich mit anderen intelligenten SCPs zu treffen. In einem Fall beantragt er sogar einen kleinen Urlaub, um SCP-082 zu besuchen. Dem Antrag wurde nach hartnäckigen Bitten von SCP-507 schließlich entsprochen und das Treffen verlief glücklicherweise ereignislos. Dokument Nummer 507-00. Eine Liste von Beispielen der extradimensionalen Orte, an die SCP-507 versetzt wurde, zusammen mit den von ihm nach der Rückkehr gestellten Anträgen. Nummer 1.
Das Objekt befand sich bei der Ankunft in völliger Dunkelheit, was den Schluss nahelegt, dass sich der Standort in einem Innenraum oder unterirdisch befunden hat. Nachdem 507 nach einem möglichen Ausgang gesucht hatte, hörte er ein Geräusch, das wie gedämpftes Atmen klang. Das Objekt entschied sich dann dafür, sich in der nahegelegensten Ecke zusammenzukauern und abzuwarten, anstatt eine Konfrontation mit einer unbekannten Kreatur zu riskieren. Antrag: Eine Standardtaschenlampe, die er nun immer bei sich trägt. Nummer 2. Das Objekt erschien in einer Nachbildung unserer Einrichtung, obwohl diese Version allem Anschein nach seit längerer Zeit nicht mehr in Benutzung war. Weitere Erkundungen führten zur Entdeckung diverser Leichen, die über die Anlage verstreut waren, alle stark verfallen und mit einer seltsamen Art von Schimmel bedeckt. Als SCP-507 feststellte, dass sich diese Leichen scheinbar rhythmisch ausdehnten und zusammenzogen, so als ob sie noch atmen würden, versuchte er, die Einrichtung zu verlassen. Diese Idee wurde jedoch schnell verworfen, als er einen der Ausgänge erreichte und feststellte, dass die Außenwelt anscheinend von dem gleichen seltsamen Pilzwachstum befallen war. Antrag: Verabreichung hoher Dosen eines Fungizids sowie Zuweisung eines Pilzexperten, der helfen sollte, die Art des Schimmels zu bestimmen. Es konnte keine genaue Übereinstimmung mit bekannten Arten gefunden werden, aber es zeigen sich viele Ähnlichkeiten zu bestimmten Vertretern der Cordyceps-Pilzarten. Siehe Anhang 507-02. Nummer 3. Es wurde berichtet, dass SCP-507 nach seinem Wiederauftauchen nur so viele Spinnen murmelte. Das Objekt weigerte sich, diese Aussage weiter zu erörtern. Antrag: Eine beliebige Handfeuerwaffe. Dem Antrag wurde unter der Bedingung stattgegeben, dass die Schusswaffe speziell für die Verwendung von Gummigeschossen gebaut ist. Nummer 4. Das Objekt erschien erneut an einem pechschwarzen Ort mit Atemgeräuschen in der Nähe. Nach dem Einschalten der Taschenlampe wurde das Subjekt von einem Mann überrascht, der einen schwarzen Anzug, Hemd, Krawatte und eine Sonnenbrille trug und ein unglaublich breites Lächeln besaß. Besagte, Zitat, Grinsebacke war anscheinend in Richtung von SCP-507 geneigt, sodass, als das Licht eingeschaltet wurde, sich ihre Gesichter fast berührten. Der lächelnde Mann soll daraufhin gesagt haben, so schnell schon zurück, bevor das Objekt die Lampe ausschaltete und das ganze Magazin der Schusswaffe in die allgemeine Richtung des Mannes abschoss und sich dann wieder in der nächstbesten Ecke zusammenkauerte, bis er wieder in unsere Realität zurückkehrte. Antrag: Nichts. Personen mit Sicherheitsfreigabestufe 2 können eine vollständige Version dieser Liste lesen, indem sie auf Dokument Nummer 507-3b zugreifen. Diejenigen mit Sicherheitsfreigabestufe 2/507 sollten sich auch Befragung 507-G anschauen, welche einen besonders bemerkenswerten Wechsel dokumentiert. Anhang 507-00. Agent verschwand zur gleichen Zeit wie SCP-507. Eine groß angelegte Suche wurde gestartet, um beide zu finden. SCP-507 tauchte eine Woche später wieder auf. Bei einer Befragung ergab sich, dass die Schulter des Subjektes berührte, als der Wechsel stattfand, was dazu führte, dass beide in eine andere Realität versetzt wurden, in welcher Daten gelöscht. Während des darauffolgenden Chaos verlor SCP-507 aus den Augen und konnte ihn nicht wiederfinden, bevor er wieder in die normale Realität zurückwechselte. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wurden die Verwahrungsverfahren überarbeitet. Niemand darf nach mehr als 2 Wochen seit dem letzten Wechsel in körperlichen Kontakt mit SCP-507 kommen. Eine erneute Untersuchung früherer Vorfälle hat gezeigt, dass zwischen ihnen immer mindestens 2 Wochen lagen, sodass dieser Zeitrahmen die einzig sichere Periode ist, um SCP-507 zu berühren. Anhang 507-01. Es ist mir egal, wie sehr ihr darüber meckert. Es ist SCP-507 nicht gestattet, SCP-076-2 zu 50 Runden Tic-Tac-Toe herauszufordern. Einfach nein! Doktor, der Pilz, auf den SCP-507 getroffen ist, scheint Ähnlichkeiten zu dem Exemplar von den Experimenten mit SCP-407 aufzuweisen. Befragung 507-G. Befragt SCP-507, SCP-507. Befrager, Doktor, Vorwort. Bei einer täglichen Prüfung des GPS-Signals von SCP-507 wurden 2 unabhängige Signale entdeckt. Eine Untersuchung führte zur Entdeckung 2 identischer Versionen von SCP-507 im zugewiesenen Quartier. Beide waren selbstständig dort eingekehrt und hatten nach dem Aufeinandertreffen mindestens eine halbe Stunde damit verbracht, sich zu unterhalten. Das folgende Gespräch fand zwischen ihnen und dem ersten Mitarbeiter statt, der ihren Standort erreicht hatte. Hey Doc, willkommen auf der Party. Ich fürchte, Sie werden mir das hier erklären müssen. Es gibt anscheinend mehr als eine Version von mir mit diesem Problem. Ich hätte das eigentlich kommen sehen müssen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich eine alternative Realität unterscheiden kann, ohne mein Privatleben zu beeinflussen. Wissen Sie? Okay, also wer von euch beiden ist der Besucher? Stimmt etwas nicht?
Wir haben uns darüber schon unsere Gedanken gemacht. Also ihr wart ja bis jetzt alle echt nett zu uns. Netter als wir verdienen würden. Wirklich. Aber wir wissen auch, dass dies eine recht verlockende Gelegenheit für eure Forschungsabteilung sein könnte. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ihr nicht wisst, wer von uns der temporäre Verzichtbare ist. Ich weiß nicht, welche Art von Geschichten ihr beiden euch erzählt habt, aber unsere Aufgabe ist es, Leute wie euch zu verwahren und zu beschützen. Vielleicht hat die andere Realität einen weniger ethischen Verhaltenskodex? Vielleicht kann ich Feuerkugeln aus meinem Mund schießen. Das soll jetzt nicht gemein klingen oder so. Aber dieser Ort ist nicht gerade die beste Quelle für menschliches Mitgefühl. Ich bin sicher, dass es mindestens eine Person unter euch gibt, die mich gerne aufschneiden würde, um herauszufinden, wie all dieses verrückte Zeug funktioniert. Wenn da nicht das Problem wäre, dass ihr mich danach nicht mehr studieren könntet, musst du es so ausdrücken. Ich habe genug Dinge, die mich nachts wach halten. Guter Gott, ich weiß. Einmal war da dieser Arsch mit seinem riesigen Lächeln. Du hast ihn auch getroffen? Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich wünschte, ich hätte so viel Glück gehabt. Ihr wisst, dass er als Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften gewertet werden kann? Wem soll's der Doppelgänger denn erzählen? Der anderen SCP? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine höhere Chance gibt, dass ein Meteorit diesen Ort trifft, als dass eine erfolgreiche überdimensionale Sabotageaktion stattfindet. Ich bin tatsächlich auf mindestens 3 Dimensionen gestoßen, wo etwas heruntergefallen sein muss. Ist nicht hilfreich. Das bin ich selten. Wie auch immer, 507B verschwindet in der Mitte des Satzes. Nun, da unser Besucher gegangen ist, habe ich eine Frage. In Ordnung. Habt ihr zwei den Unterschied zwischen euren Realitäten herausgefunden? Ich glaube schon. In seiner Welt wurde Abraham Lincoln im Schlaf von seinem Vizepräsidenten und nicht von General Lee getötet. In dieser Realität wurde Lincoln von Booth ermordet. Oh, verdammt. Abschlussbemerkung. Nachfolgende Untersuchungen zeigten, dass die Fähigkeiten von SCP-507 keine biologische Grundlage haben und dass abgetrennte Körperteile immer noch mit dem Hauptkörper versetzt werden. SCP-507 dieser Realität tauchte 3 Tage später wieder auf und wurde nicht über diesen Vorfall informiert.